Und damit herzlich willkommen zurück mal wieder hier in Simrail. Wir sind hier in Grodziskmatsuwiki oder so ähnlich. Auf diesem größeren Bahnhof dabei war, schau nicht, dachte, wir tun mal ein bisschen Stellwerken. Warum auch nicht? Wir haben ein Spiel in der Nähe, da fährt gleich ein Zug weg. Es kommt einer rein. 19351. Schauen wir mal an. 19351. Der muss auf Gleis 2-3. Schauen wir jetzt 2-3. Wunderbar, den schicken wir mal hier rein. 91952 ist abgefahren. 91952. Schön ist die Abfahrtszeit. Und ich spaß mal jetzt bei der KI, da die Abfahrten zu melden. Das mache ich nur bei Leuten, wenn sie hier drin sind. Stichwort Korridor ist besetzt. Korridor ist da rechts unten. Hat der keinen Ausfall gekriegt da oben? Oh. Okay. Also ich habe das einfach mal so gerade live übernommen. Dann haben wir von Korridor ein paar Züge. Tyra, Dou, Bisco, halt, alles klar. Expresszüge, wir haben auch was mit PT, 10 Minuten. Mal schauen, ob wir den schneller durchkriegen. Ansonsten gibt es erstmal nichts zu beachten, bis auf den, der da reinkommt. 19351, der fährt wohin? 19351 nach Zürdau. Ich da gerade weiter. Alles klar. Ja, dann habe ich gerade den perfekten Punkt getroffen, um anzufangen. Korridor 31120. Was ist denn das für einer? 31120, der hat ein PH 2 Gleis 14. Oh, der hat 14 Minuten Verspätung. Aha. Okay. Ein Zug ist abgefahren, liebe KI. Der muss dann auf das Gleis da. Sprich, der kommt von da nach da und wird dann hier wieder weiterfahren. Ziemlich sicher sogar. 3, 1, wo ist er? Ja. Zug 91352. 91352. Syrado nach Bischke 447. Ist da oben. Alles klar, kommst schon mal hier rein. Dann hat der schon mal seine Fahrt. Da ist der Kollege. Lass mal den mal schon da oben reinfahren, hätte ich mal gesagt. Vielleicht erwischen wir sogar ein paar Spieler. Und geplante Abfahrt. Was ich werde es mal, auch wenn ihr das im Stream oder nicht seht, aber für mich ist es ein bisschen einfacher, wenn ich es dann auf dem Monitor habe. Ich werde zwar immer wieder reingehen, aber ich mache den Fahrplan gerne auf einem anderen Monitor. Ich weiß nicht, wie manche Leute Fahrdienstleiter mit einem Monitor spielen können. Also die ganze Zeit so hin und her gucken. Mindestens zwei Monitore. Mindestens. Und bei TD2 hast du irgendwie gern drei Monitore. Damals ist es dann meistens so, da habe ich das Stellpult auf dem Monitor. Klar, die Ansicht hier drin auf dem Monitor und SWDR auf dem anderen. Und je nachdem, teilweise SWDR noch zweimal offen, dann habe ich eine Instanz für ihr Fahrplan machen und das andere nur für Chat bzw. Fahrplanansicht. 142015. 142. Ist der mit dem Halt? Rischko nach dahin halt. Gleis 1. Den werden wir mal parken lassen. Der kommt von 1, ne? Gehen wir davon aus, ja. Werte Herr, Sie parken fürs Erste.
machen wir diesmal gemäß Fahrplan. Die Ideen haben immer ihren Grund, im Speziellen bei SimRare. So, machen wir zu. Da kommt der nächste und Corito. So, 3F20, wir haben es jetzt. 13:32. Ach, angepasst. 7 Minuten. Kommt jetzt garantiert der Express. Er hat minus 4. 3122. Soll man nett sein und den Express vorbeirauschen lassen? Auch wenn er zu früh ist. Ich weiß ja nicht. Nee, die Ansicht lassen wir bei drin. 3-1 wird planmäßig 42. Planmäßig 31, 10, fast 10 Minuten Luft eigentlich. Die tun sich knutschen dann. 38. Schauen wir mal. Ich lasse mal ein bisschen drauf ankommen, wie schnell er hier reinkommt. Ja, da hinten ist er schon. Ja, oder doch überholen. Ach komm, bis der da angehalten hat, ist der Express vorbeigefahren. 1120, das ist der Marty. Schauen wir mal. Der Marty 000902. Halt mich an den Marty. Oh, der ist Englisch. Sonst jemand da, den ich kenne. Horstadler. Ah, lecker. Ah, der Sugarcane. Ist mit Zug unterwegs. 230 Kilometer entfernt. Oh, aus Schweizer. Oh, Larik, CH. In Katowice, Zawozi. Ja, was ist diesmal? 13:27. 13:27. Korridor, Gleis 4. Alles klar. Ja, gleich wird's kuschelig hier drin. Und der Express rückt von hinten auf. Ja. Ja, kommt der schon mal rein. Ach, wir werden es eh hören, wenn er dann da ist. Sollen wir das mal für den Express da gleich mal freigeben? Da ist ein Bot drin. Na komm, mein Jung. Hämische Gas. Express ist schon im Unterbremsen. Ich hab sowieso so abnormale Bremsen, die KI, ey. Stückchen noch. Mal den Fahrplan auf einen anderen Monitor legen. So. Okay. So gut wie drin. Fahrstraße. Mach frei da. Da ist er, der Kollege. Trax unterwegs. Ja, was für.
Machen wir jetzt bitte noch das 2D. Cool. So, 19351 39. Ja, was, dir gebe ich das schon mal. Und du fährst dann auch in die Richtung. Ja, warte mal einfahren. Datenrekollege. Kuschelig, kuschelig. Ja, die zwei sind auch im letzten Segment. Ah, ich höre schon das Sun. Ja, da kommt er. Sidele, 3122. Wo ist er denn? 3122. Die Fahrzeit bestätigt. 1427 ist unterwegs. Alles klar. Eine Pfeiftafel da hinten? Weiß gerade gar nicht. Immer darauf achten, wenn die nächste KI da durchfährt. Block 253S, 1327, 1327. Warte, von beide da runter. 4 Minuten Abstand. So, der ist jetzt auch beim Reinfahren. So, wer fährt jetzt da? Ach, der da. Das ist 19351. 19351. Abfahrtszeit bestätigt. So, jetzt können wir ihn rauslassen. 31, 120. Wo ist er denn? Ortszeit. Na? Was ist nicht los? Doch, jetzt. Achso. 91, 352 ist auch weg. Ja, jetzt mache ich gerade mal den hier. Du. 91352. Ich schätze zwar nicht ganz, aber was soll's. Da ist die Güterschleuder. Moin. Eterna 40, wir haben mal was. Alle 40, 118. Okay. Oh, jetzt 13, 27, ne? Komm, zeig's mal an. Okay. Durchfahrtszeit bestätigen. Oh. Keiner mehr da. Gut, dann mache ich gerade Meldung. Gut, weg ist er. Und da kommt 41, 118. 41, 118. Ja, da. Duschko 1. Ja, der lassen wir gerade mal durchpfeffern. Hätte ich jetzt mal gesagt. So,
Jetzt mal so fahren. Was ist jetzt weg? Achso. Nur die Meldung. Jetzt sind wir 20. Immer noch keine da. Gut. Ich weiß gar nicht, ob es da im Hintergrund irgendwie Punkteabzug gibt, wenn ich die Meldung dann nicht mache. Eigentlich ist es mir auch egal. Bei der KI zumindest. Und dann können wir den 102 16127, okay. Oh, tschüss. 142015, aber ist nach oben, oder? Ja. Schauen wir, dass wir es jetzt gleich hinkriegen. 16127. Wohin fährt der? Halt, falsches Fenster. 16127. Politur 4. Okay. Jetzt sind wir 20. Auswählen, danke. Ist durch. Ja, immer noch kein Spieler. Und der 142er hat planmäßig um 46 die Abfahrt. Ja, warten wir auf den natürlich so ab. Das geht sich genau aus. 16127. Gehen wir hier schon mal so die Einfahrt. Und da schon mal ein bisschen weiter. Wunderbar. Schön, wenn das läuft. Ist jetzt noch aktuell ein bisschen doof, dass so viele Bots unterwegs sind. Wir sind meistens pünktlich. Oder pünktlicher, sagen wir es mal so. Als wenn es alles hier besetzt ist. Jetzt da rausgehen und Bremsleitung wegnehmen. Das wäre fies. Tun wir natürlich nicht. Oh, auch ein Bot. So, Junge, gib Gas. 16127 hat die Durchfahrt um 1:50. Bisschen zu früh dran. Gut, dann schickt meine Gütezug raus. Einzug. FDL, Einzug. So, vorletzter Block. Wenn es geht, möchte ich den planmäßig rausschmeißen, weil ab und zu wird es dann hier doch mal ein bisschen kuschelig. Perfekt, 800 Meter vom Signal. Man könnte so sagen, man lässt jetzt den nur durchrauschen, ne? Da gerade so schön auf Fahrt. Sorry, Kollege. Das ist eine minimale Verspätung. Lass mich das nicht bereuen. Oh, shit. Fuck. Ich hab den Teil vergessen. 140, 118. Viel zu früh.
So, Junge. Schneller. Ich könnte sogar Verspätung. Weiß glaub ich, aber trotzdem. So, letzter. Sehr geil. Was übrigens so schön wäre, ist, wenn die KI, wenn sie vorher drin war, die Farbblende ebenfalls ein bisschen abstempeln würde. Nicht, dass das immer davor so weiß ist. Ich weiß nicht, ich mag das gar nicht. Ich weiß, das ist ein Detail, aber wäre irgendwie ganz cool. Ja, noch nicht in Sichtweite. Auf DD2 wäre schon die Klingel abgegangen. Mit, was ist los? Wann ist Ausfahrt? Zum Klingel im Sinne von im Chat eine Nachricht. Ein Zug. ...16127. Tschüss. Auch zu früh. Ja, immer noch KI drin, also keine Meldung. So, Meistergüterzug. Kommen jetzt endlich vom Fleck. Sobald es frei ist. Muss vermutlich eh nur auf 1.50 warten. Werden wir gleich sehen. Oder er fährt über 58. Probier's mal. Okay. Das hat nicht gereicht. Na, jetzt komm schon. Zugfahrstraße, dankeschön. Hallo? Wieso, dass ich über das auswähle? Scheiße, jetzt kommt ein Express. Ne. Gut, 142.015. Ist abgefahren. Ah, oh, das ist creepen. So, 1927, wo bist du hin? Oh, der wird auch noch da oben. Oh. Tja. Da fährt vielleicht jetzt gerade ein Güterzug. Bin ich wieder 9.50. 9 Minuten. 10 Minuten Puffer zwischen den beiden. Oder war eigentlich schon dann 19.953 davor. Wo auch immer der ist. Ich muss mal ganz kurz. Wenn es geht. Können wir das mal ausblenden, bitte? Na, mal schnell ein Foto machen. So, sehr gut. Wenn es geht, die ganzen Sachen jetzt wieder einblenden. Dankeschön. Wann fährst du bis dahin und wartest für einen Moment?
jetzt wieder so ruhig hier. Frag mich, ob das mal kommen wird, dass man irgendwie so ein Stellwerk zu zweit machen kann. Dass man dann auch wie, ich meine, man hatte da mehrere Monitore, dass man dann irgendwie sich die Tische aufteilen kann. So lazy würde ich da zum Beispiel sehen. Das ist hier einmal Ostseite, Westseite. Nur so als Beispiel. Aber das muss einfach zum Stellwerk passen. Aber vielleicht werde ich das nicht so schnell machen. Braucht er natürlich was Geeignetes dafür. Aber die DD2 wird sich sehr gut dafür eignen. Irgendwann mal. Also beziehungsweise DD2 kann man zu zweit spielen, je nach Stellwerk, aber zum Beispiel die mechanischen nicht. Das geht nicht. Ja, ich glaube, der wird einmal anhalten. Da Julia sitzt da drin. Wo ist er denn? 2006. Vereinfachtes Chinesisch. Alex, 14127, 20 Kilometer weg. Mein Junge, du bist zu früh. Wieso checken wir auf. Was? Auf Gleis 4? Ich go 4? Jetzt sind 953, Gleis 4. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Nein, ist es nicht. Ich habe hier wieder so einen KI-Moment. So, komm, werde frei, werde frei, werde frei. Das war jetzt bestimmt die Meldung mit storniert. Weiter. Oh, jetzt tut es. Sehr gut. Ach, jetzt kommt er mit Gleis 2. Ich gucke Gleis 2. Ach, und da ist es mit storniert. Ja. Nehmt es das nicht an. Das kann in Chaos enden. Warum auch immer er das manchmal tun will. ...1927, Durchfahrt und tschüss. Moment. Es gibt Express mit... Okay. Eigentlich ein Pendolino erwartet. Ah, jetzt ist ruhig hier. Ja, solange es im Fahrplan ist, dann ist sie eigentlich ein ruhiger Platz. Eigentlich überall. Das gleiche auch in Katowice. Wenn man da sich die Fahrstraßen mal merkt, beziehungsweise die Züge immer auf den richtigen Perron hinschickt, dann muss man eigentlich in Katowice nicht sehr viel machen. Das sind eigentlich nur 3, 4 Weichen, die man grundsätzlich immer wieder stellen muss. Legen muss, so. Denn ist gut. Freue mich schon auf die mechanischen. Frage ich mich, ob sie dann das mit dem Melden auch mit einem Telefon machen, was dann irgendwo rumsteht. Ah, ich lasse mich mal überraschen. 19353.
19353, das ist der da. Was ist mit dem da? 19953. Was ist mit dem da? Okay. Einmal 14, einmal die 3. 14, 12, 7 ist abgefallen, gerade hinterher. 2, 14, 2, 3. Jeweils da oben. Muss man aufpassen. Achso, Plüsch. Ach ja, stimmt ja. Der auf zwei Seiten da. 19, 3, 5, 3 war. 2, 3. Gut, also da rein. 14 war auf Gleis 14. Oder? Habe ich richtig? Und 14. 12, 7 fährt nach Kolito 4 wieder weiter, also nach da unten. Da haben wir so einen kleinen Schlenker hier gemacht. Gut. Dann heißt es erstmal warten. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir kurz einen kleinen Cut, bis die Züge dann da sind. So wie es aussieht, passiert bis dahin erstmal nichts. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt wird es gerade ein bisschen kuschelig. Die zwei Züge sind am Einfahren, da 14, 12, 7 als erstes. Da kommt ein Express, der darüber möchte. Und da kommt auch ein Express. Der 9124. 9124. Wo ist er denn? Der möchte nach unten fahren. Ja, kuschelig. Jetzt, der andere fährt jetzt gerade ein. 14127. 14127 hat um 6 die Abfahrt. Okay. Dann schauen wir, dass wir den Express hier gleich weiterschicken können. Und 353 und 953 kommt. 953 ist der Verspätete, den wir vorher schon mal gesucht hatten. So. Da einmal weiter bitte. Danke. Und 14127 fährt nach da unten gemäß Fahrplan. Kann ich jeden Moment hier auftauchen. Da ist er. Eine EP08. In Orange. Ja, 6 nach, planmäßige Abfahrt. Oh, Express ist dann auch gleich weg. Der kommt. Und dann werden wir den 9124. Also 10 nach hat der eigentlich, der ist zu früh. Ich glaube, den schicken wir trotzdem gerade hinterher. 13127, abgefahren. Danke für die Info. Da ist auch jemand drin. Die Captain LP. Null, alles klar. Und durchgefahren. Also eigentlich nicht, aber gleich. Ja, wow, wow, jetzt kommen sie alle, die Züge. Alles klar. Was kommt von da unten? 13127. 13127. Scheiße, der hat auch einen Halt. 6 Minuten! Das ist schlecht.
2127 auf die 14, oder? Ja, natürlich. Um 13, ja, shit. Ich konnte nicht mal aber anders parken. Ach, Mann. Ah, da oben ist aber der Super Slow-Mo, der 4140. Was geht mit dem? Ein PTTMI. Warte mal, der fährt auf die 1 runter. Ja, war ja klar. Und jetzt alle da runter. Shit, das ist jetzt Spieler. Ich werde beobachtet. Fünf nach. So, komm. Du was jetzt da mal fahren. Ein Zug, Kollege. Ein Zug. Jetzt ist 6 nach und hat Abfahrt. Jetzt sind 1 zu 7. Gut. Na, überdrehst oder schaffst du es? Das hört man teilweise so gut, wenn die zu viel Leistung gegeben haben. Okay, 353 fährt auf die 1. 953 fährt auch auf die 1. Alles klar. Sieben. Du kommst jetzt mal hier rein. Das ist schlau, was ich da jetzt gerade mache. Achso, ja. Macht ja nicht so viel Unterschied, weil der blockiert mir das hier noch. Wenn 353 Abfahrt um 9 nach. Und dann 954 auch um 9 nach. Moin, Kollege. Und der andere. Jung, machen wir das hier frei. Dankeschön. Was denn du? Ach, doch, ja. Schickt's nachher die Züge. Immer her damit, macht's den Bahnhof voll. Mach jetzt frei da unten. So, dir kann ich das schon mal geben. Eine Sorge weniger. Du fährst nach da. Du kannst dann schon mal bis dahin fahren. Gut. Und das 1627, der da von links kommt. Korridor 4. Unten lang. Sehr gut. Wer fährt da? 954? Das waren die da. Abfahrtszeit. 4 Abfahrtszeit. Werden sie noch ein bisschen gedulden müssen. Fast 16, 27.
schickt mal hier rein. Und einmal so. Hey, das andere Kollege. Finally. Oh, und einmal so. Und den einfahren lassen. Okay, 9124. Auch wieder so einer. Ja, wir haben jetzt 10 noch. 13127 fährt um 9 noch. Ja. Anna 4040 hat die Durchfahrt um 13, also eigentlich jetzt. Eigentlich hat doch der jetzt eine höhere Prio. Jimmy ROJ. Der muss zuerst fahren. Wo ist der Typ? Kommt rein. Okay, ist ein Bot. Ach komm, mach schneller. Ausgerechnet jetzt ist natürlich der Block nicht frei. Komm, an Zugfahrstraße, los geht's. Dankeschön, weißt du, was wir mit dir machen? Der 160120 hat das um 20 die Durchfahrt. Weißt du, was wir machen? Das mal hier. Der wird sich einen Ast abfreuen. Und der 61er hält hier nicht. Ja. Express 1627. Perfekto. So, ach, den anderen muss ich auch noch abstempeln, habe ich ganz vergessen. Abfahrtszeit. ...19955, der hält hier auch. Abfahrt um 23. Okay, ja, ab und zu ist hier doch mal ein bisschen was los. Okay, liebe Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle lassen wir es aber erstmal und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, sobald das Update dann da ist mit den neuen Stellwerken und dann werde ich auch die einzelnen Stellwerke mal wieder vorführen, die was neu dazukommen und natürlich werden wir mit den neuen Sachen hier ein bisschen rumdüsen, so wie sie dann am ersten Tag da sind. Vielleicht mache ich sogar am ersten Tag einen Livestream, mal gucken, je nachdem, was sie selber so dazu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.